Cream Buddy. Yes, Dream Buddy. ASMR. Und jetzt zur Adventszeit eure Geschichten, Tante. Ja. So, okay. Ich grüße ja immer vorab zur Adventszeit, weil es ja ein Fest des Herzens ist. Jemanden aus meinem Bekanntenkreis. Und heute grüße ich meine liebe K und meinen lieben Noel. Ja. Okay. Dann starten wir heute mal mit der Geschichte Rapunzel. Die kennt ihr bestimmt. Aber es gibt ein paar Details, die erzählt man nicht. Ja. Weil die sehr tragisch sind. Aber von mir kriegt ihr die ganze Story. Ich hoffe, dass ich alles richtig erzähle. Und wenn nicht, dann könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, wie es eigentlich richtig ist. Weil ich wieder frei Schnauze erzähle. Okay, und die Geschichte ist für kleine Kinder und für große Kinder. Okay. Es war einmal ein Königspaar. Die haben sich ganz arg ein Kind gewünscht, aber es wollte nicht klappen. Ja, und sie sind jedem Tipp nachgegangen, haben alles versucht. Und irgendwann mal haben die davon erfahren, dass wenn man Rapunzeln isst, ja, dass das sehr gut sein soll. Und bestimmt dann auch klappt mit dem Kind. Und die Mutter hat, also die Königsfrau hat gesagt, schaff mir diese Rapunzeln. Rapunzeln ist eine Art Gemüse. Also ich glaube so eine Art Rübengemüse. Ich bin mir aber nicht sicher. Und der Mann hat aber gesagt, oh, die wachsen aber nur bei der alten Hexe im Garten. Ah, da traue ich mich nicht hin. Wer weiß, ob das noch Probleme macht. Aber die Frau hat so lange gejammert und Druck gemacht, dass er nachgegeben hat. Und so ist er eines Nachts über die Mauer von der alten Hexe geklettert. Ja. Und in den Garten rein. Es war Vollmond. Ja, so wie jetzt gerade auch. Und da hat er hatte so einen Stoffbeutel mit und hat die Rapunzeln reingepackt. Und in dem Moment wurde er erwischt. Die alte Hexe kam raus. Also das war eine ganz alte Frau. Man hat sich dann erzählt, dass es eine Hexe sein muss, weil die ganz viel Kräutersachen und so gemacht hat. Und immer alleine war. Ja, ganz seltsam. Das war früher so, da war man ganz schnell alleine. Ja. Aber da war auch was Wahres dran. Denn diese alte Frau hat dem Mann gesagt, wer klaut denn hier meine Rapunzeln? Und der Mann hat gesagt, ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ich habe es genau gesehen. Entweder lässt du die Rapunzeln hier, oder du kannst sie gerne mitnehmen, aber unter einer Bedingung. Und der Mann hat gesagt, okay, welche? Und sie hat gesagt, wenn du sie mitnimmst, dann versprichst du mir dein erstes Kind. Und er hat gedacht, was ist das denn für eine Bitte? Klingt ja total.
ersten Jahren ist die Frau immer zur Tür rein, hat das Kind großgezogen, bis es 16 Jahre alt war. Ja, und dann ist sie runter und hat die Tür zugemauert. Ja, da war nur noch das eine Fenster ganz oben und der Turm war so hoch, da hätte man niemals rausklettern können. Mädchen, was ist mit dem gewesen? Ja, die Frau hat das Mädchen oben in dem Zimmer gelassen. Aber das Mädchen hat mit der Zeit einen ganz langen Zopf bekommen. Die hat nämlich von seit der Geburt an ihre Haare wachsen lassen. Und die sind so lang geworden. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wer weiß, vielleicht waren die Haare ja auch ein bisschen verzaubert. Sich ja auch als die Mutter ausgegeben. Und also das Mädchen wusste gar nicht, dass sie gestohlen waren. Ja. Und immer wenn die Frau wiederkam, die alte Hex, ja, hat sie immer von unten gerufen. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und dann hat sie hier an diesem Haken ihre Haare umgewickelt und runtergelassen. Vorstellen, dass die blond sind, denn Rapunzel hatte blonde Haare. Und dann ist die Frau an den Haaren von der Rapunzel hochgeklettert. Ins Zimmer rein. Und hat ihr immer Essen gebracht. Und sich mit ihr unterhalten und so. Sehr unglücklich. Sie wollte aus diesem Turm raus. Und die Frau hat immer gesagt, nein, 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 das geht nicht. Draußen ist es viel zu gefährlich für dich. Du bleibst hier oben. Du gehörst mir ganz alleine. Ja. Und irgendwann mal, als die Frau weg war, ja, und Rapunzel so am Fenster saß und ein Liedchen sang, kam ein Rittersohn vorbei. Ja. Und er hat sie gesehen. Und hat sich mit ihr unterhalten. Als das die alte Frau mitbekommen hat, denn die ist ja da in der Nähe gewesen, also als das die alte Frau mitbekommen hat, die ist nämlich in dem Moment wiedergekommen, hat sie ihn fortgescheucht. Und als Rapunzel es nicht gesehen hat, hat sie ihm den Garaus gemacht, damit sich das nicht rumspricht, dass es im Wald einen Turm gibt mit einem wunderschönen Mädchen. Ja, boah, so eine gemeine Hexe. Was bist du denn heute so schwer?
Rapunzels Zopf geschnappt und mit einer alten großen Schere den Zopf abgeschnitten. So, ganz kurze Haare hatte sie. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr. Natürlich ist es nie in echt passiert, aber da war das so. Die hat ihr die Augen ausgestochen, damit Rapunzel blind wird und nichts mehr sieht. Ja, die Arme, ganz schön tragisch. Aber so geht die Geschichte. Also, ich meine mich so zu erinnern, dass so die echte Geschichte geht. Oft kriegt man nämlich nur die harmlose Version erzählt. Naja, und von da an wurde sie auch von ihrer Liebsten von ihrer Mutter verstoßen, hat alle schönen Kleider abgenommen bekommen und wurde raus in den Wald geschickt. Und so irrte Rapunzel, nur mit Lumpen bekleidet, durch den Wald. Rapunzel war ganz schön verzweifelt. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen schönen, entspannten Tag. Und
sehen uns das nächste Mal.